Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Starfield. Ich habe jetzt ein bisschen mal wieder an den Einstellungen rumgespielt, weil mir was in den Audios aufgefallen ist, was mir immer noch nicht so ganz gefällt. Wenn man ganz penibel ist, so wie ich, dann hört man es raus. Was eigentlich nicht so schlimm ist. Es kann auch einfach am Headset liegen, es muss am oder an OBS. Ich finde den Fehler halt einfach nicht. Ich gebe einfach mein Bestes, das irgendwann mal herauszufinden. Ich habe jetzt auch mal Filmkörnung und bessere Qualität alles angemacht und geguckt und Filmkörnung raus. Und ich persönlich finde, es sieht auf jeden Fall besser aus, glaube ich. Ist immer ein bisschen schwer zu sagen. So, wo haben wir denn mal sowas wie ein Tagebuch? Den Frieden waren. Personalmangels. Aktivitäten. Ich würde das hier machen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. In den ganzen kleinen Tests war es gut. Nicht perfekt. Aber gut, auch ich habe mit der hier die ganze Zeit gesprochen, um so ein bisschen das zu testen, weil es dieses Geräusch in den Audios scheint in erster Linie dann zu entstehen, wenn ich mit NPCs spreche. Aber auch direkt, nicht wenn sie an sich reden. Das ist total abgedreht und ich finde diesen Fehler einfach nicht. Es ist wieder dieser komische Hall, den wir eigentlich gefixt hatten, aber... weiß auch nicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass letzten Endes meine Kopfhörer oder mein Mikrofon meine Kopfhörer aufnimmt. Das ist die einzige logische Erklärung, die ich habe. Gut, gucken wir mal. Ich werde mir sowieso ein Mikrofon kaufen müssen. Ich will auch ein bisschen bessere Tonqualität haben. Die vom Headset gefällt mir nämlich gar nicht. Aber das dauert noch ein bisschen. Oder? Ja. Das Mikrofon, was ich da gesehen habe, das wären 80 Euro. Da das auch jemand anderes benutzt, also die Cassidyn, die ihr auch ruhig mal auf YouTube anschauen könnt, wenn ihr wollt, die hilft mir nämlich ständig bei so technischen Sachen, obwohl sie selber meistens keine Ahnung hat, was ich immer sehr nett finde. Und dann versuchen wir selber alle irgendwie diese Fehler zu finden. Und ja. Mir reicht's. Ihr Mikrofon gefällt mir aber, obwohl ich es auch noch nicht auf YouTube gehört habe, sondern nur in Discord bis jetzt. Oder TS halt. Muss ich auch mal gucken. So. Naja, wir genießen jetzt Starfield. Ich hoffe trotzdem, dass die Audios ganz gut sind. Wie gesagt, ach ja, genau, ich habe hier Schärfe rausgenommen, Bewegungsunschärfe. Das sah mich an, komischerweise. Ich weiß nicht, warum Spiele das machen. Das soll bestimmt irgendwas bringen, aber es will halt keiner. Ich glaube, das ist falsch. So, aber komm. Solange, falls die Audio klappt, wir genießen jetzt ja? Das Spiel. Die Verteidigungsforschung hat etwa ein Dutzend aktive Verträge. Mal sehen, aus welchen etwas wird. Was heißt das Rote da? Stimmt, dass ich das stehle. Hallo. Hey, Kumpel. Hey, ich räume hier mal auf, ne? Damit du das nicht tun musst. Warte mal, den Apfel zu klauen, das wäre zu viel, aber klar. Hallo.
Da könnten wichtige Unterlagen drin sein. Klar, immer mit. Ich bin jung und brauche das Geld. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Reliant braucht die Proben. Wir hätten dem Kurierdienst nicht vertrauen dürfen. Ja, ist nur ein bisschen hart, ne? Ich tue so, als hätte ich das nicht gesehen. Das ist für die Wissenschaft. Hauptsache, das hat kein anderer gesehen. Jetzt wissen wir aber, dass dieses rote Ding tatsächlich heißt, dass es Stehlen heißt, bedeutet. Also, für die Wissenschaft. Was ist das? Also ich kann Aktenordner und alles stehlen, wo theoretisch wichtige Sachen drin stehen könnten, aber mal so ein Apfel oder so nicht? Lächerlich. Hey, was braucht Aegis? Oh Mann, das wurde genehmigt? Ey. Je weniger Leute sich stellen, jeder Bürger der Colonies ist für ihre Sicherheit verantwortlich. Aber wir erledigen einen Großteil davon. Was machst du hier? Ich bin der Leiter von Aegis, der Geheimdienstabteilung im MAST. Ich beaufsichtige unsere Projekte und die Agents im Einsatz. Weitere Einzelheiten kann ich dir aber leider nicht nennen. Schade. Nein, meine Eltern wären nie so anmaßend gewesen. Jeder Agent bei Aegis kann ein Pseudonym wählen, das natürlich genehmigt werden muss. Und ich habe mich dafür entschieden. Seitdem ist mir klar geworden, dass ich nicht ganz so klug bin, wie ich früher dachte. Ist wahrscheinlich niemand von uns. Tja, wahrscheinlich. Wir sind der Geheimdienst der United Colonies. Die UC Security reagiert auf Bedrohungen. Aegis verhindert, dass sie überhaupt erst entstehen. Das macht ja gar keinen Sinn, weil sonst bräuchte es ja das andere gar nicht. Also gut. Du musst eigentlich nur wissen, dass wir den Bürgern dienen und die Guten sind. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit der Bürger und des Besitzes der United Colonies, wo immer sie auch sein mögen. Wir behalten, naja, alles im Auge. Ja, das ist wahr. Diese Meinung kannst du natürlich haben. Und es gibt viele, die das ähnlich sehen. Trotzdem werden wir genauso auch auf dich aufpassen. Na gut, ich soll etwas für die UC Security abholen. Ah, verstehe. Du kommst von Sergeant Yumi. Du bist größer, als ich dachte. Größer? Danke. Oh, das war kein Kompliment. Nur ein Kommentar. Wie auch immer, kommen wir zur Sache. Wir glauben, einer unserer Übergabepunkte ist aufgeflogen. Darum möchte ich, dass jemand von der UC Security die Sache übernimmt. Bring das Paket zu Sergeant Yumi. Er wird es als Beweis aufnehmen, bevor es wieder zurück zu Aegis kommt. Was meinst du mit aufgeflogen? Wir gehen davon aus, dass andere Gruppen Bescheid wissen und so unsere Agents enttarnen können. Da das Paket sich bereits dort befindet, können wir die Sache nicht einfach ignorieren. Damit uns keiner auf die Spur kommt, muss es jemand von außerhalb von Aegis beschaffen. Warum hast du auf ein persönliches Treffen bestanden? Ich habe dem Sergeant gesagt, dass ich die Person für diesen Job zuerst selbst treffen will. Ist nichts Persönliches, aber diese Art von Auftrag ist nun mal neu für dich. Woher willst du das denn wissen? Naja, alles klar. Sag mir nur, wo ich es abholen soll. Fahr mit der Net zum Weltraumhafen. Direkt beim Bahnhof gibt es einen Galbank-Automaten. Das Paket klebt unter einer der Bänke. Bring es zu Sergeant Yumi, dann ist der Job erledigt. Na klar. Solltest du nicht wissen, dass sowas vertraulich ist? Ist heute dein erster Tag oder so? Ja. Keine Sorge. Will dich bloß ein bisschen piesacken. Vertraulich ist die Info aber trotzdem. Ja, du bist ja ein richtiger Schlaukopf. Viel Glück mit der Mission. Was ist hier? Ihr geheimen Organisation und Verhörung.
Das hier finde ich schon ganz cool eigentlich. Also, dass hier so ein Bäumchen einfach aus dem Boden rauswächst. Coole Sache. Naja, so. Natt-Haltestelle. Ist der Natt-Typ nicht irgendwas beim Modem? Modem. Niemand hat noch Modem. Beim Router? Ups. Das sind so komische Wörter. Hey. Raumhafen. Ich finde das krass, weil das ist ein Science-Fiction-Spiel und da gibt es kostenlosen Nahverkehr. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der Nähe wird mir immer noch übel. Tja. Okay, soll ich jetzt hier warten, oder? Liefere das Paket bei Sergeant Yumi ab. Yummy, yummy, I got loving my tummy. Kann ich stimmen? Diese Statue machte ich schon immer. Schön, nicht? Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Das ist wirklich schön. Verbundenheit. Ab jetzt arbeiten wir zu zweit. Ja, bis dann. Nachher. Okay, bis nachher. Du folgst mir doch. So, einmal zur Bullerei. Ey, du. Hey, Sarah. Jetzt. Schön, dich zu sehen. Ich hab das mit dem Vorfall zwischen Matteo und Rosa im Sanktum geklärt. Als Vorfall würde ich es nicht bezeichnen. Eher als Diskussion. Aber danke trotzdem. Kein Problem. Könntest du ihm vielleicht sagen, dass er einen Gang zurückschalten soll? Sicher. Danke nochmal, Sergeant. Die kennen sich also. Wie läuft die Ermittlung? Ich hab das Paket. Ausgezeichnet. Heutzutage sind gute Leute selten. Allerdings scheinen wir Glück zu haben. In letzter Zeit gab es bei uns viel Zuwachs. Und alles nur dank meiner eigenen Initiative. Ich würde es mir nicht zur Gewohnheit machen, Leute von der Straße zu rekrutieren. Tja, jetzt habe ich dich. Fürs Erste muss ich also niemanden mehr einstellen. Hier ist dein Geld. Falls ich mal wieder einen Job für dich habe, melde ich mich. Das ist gut, aber wie machst du das? Wollen wir Nummern tauschen, WhatsApp und so? Ah, mein Lieblings-Security-Officer in Teilzeit. Momentan habe ich nichts für dich. Komm später wieder, dann gibt es vielleicht was. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Joa. Teilzeit ist, glaube ich, nicht das Richtige, oder? Ist eher Gleitzeit. Entgegen den Gerüchten sind die Leute von der UC Security in Ordnung. Und Sergeant Yumi ist ein alter Freund von mir. Ja. Ja, es hat schon irgendwie was, ne? So, wo wollen wir denn jetzt hin? Die alte Heimat. Das wäre jetzt die... Sprich mit der Barkeeper in Viewport. Ah! Klar, einfach über einen Menschen springen. Hey. Hey. Neue Leute sieht man immer gern. Zum ersten Mal in New Atlantis? Was ist mit Old Atlantis passiert? Oh Mann.
Das solltest du nicht persönlich nehmen. Sowas sagt man halt, um das Eis zu brechen. Du weißt schon, was ich meine. Hey, komm runter, dann mach's dir gemütlich. Du kannst gern so lang bleiben, wie du möchtest. Ist das okay für dich, Neuer? Sag Bescheid, wenn du noch irgendwas möchtest. Kann ich dir einen ausgeben? Das Geschäft scheint ja gut zu laufen. Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Ich habe was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berühmt macht. Den sollte ich mal ausprobieren. Du würdest ihn lieben. Garantiert. Nur kann ich gerade keinen machen. Mir fehlen die Zutaten. Ich hatte einen Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das A und O sein dürften. Aber er ist nie aufgetaucht. Der Typ wurde offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die nicht ganz legale Fracht versenden. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit, wie immer. Das macht mich fertig. Ja, ich meine, warum nicht? Ha, ja klar. Bei den ganzen Credits, die hier einfach rumliegen. Warum ist mir das nicht eher eingefallen? Ja. Das bringt uns nicht weiter. Das Zeug war schon beim ersten Mal teuer genug. Ich habe den ganzen Papierkram erledigt. Das bringt zwar nichts, aber trotzdem. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Warum nur klingt das so verdächtig? Ja, komm. Ja, wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Bevor wir weiterreden, ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und den Colonies geltenden Gesetze verstößt. Wir unterhalten uns nur unter Freunden und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese wichtige Fracht aus der Beschlagnahmung zu holen. Und falls das rein hypothetisch auf nicht ganz legale Art und Weise geschehen würde, tja, dann wäre es nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und, bist du dabei? Du ziehst das doch nicht ernsthaft in Erwägung, hoffe ich. Die UC Security hat uns wirklich gerade noch gefehlt. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geiseln nimmst oder so. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Keine Geiseln, so ein Mist. Ich weiß nicht viel darüber. Die Fracht lagert unten im Weltraumhafen, nicht bei der Security. Aber sie verwenden dieselben Zugangskarten. Wenn du eine hättest, würde es gehen. Woher oder warum du eine Zugangskarte der UC Security hast, geht mich nichts an. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Ansonsten könnten dich vielleicht auch die Schiffstechniker reinbringen. Die kenne ich aber nicht, sonst würde ich nicht mit dir reden. Nichts für ungut. Wie gesagt, die üblichen Freigabeformulare habe ich eingereicht. Aber weil meine Fracht bei diesem ganzen illegalen Zeug ist, das damit gar nichts zu tun hat, sind die Formulare wohl ziemlich egal. Ich habe auch schon mit jemandem geredet. Yumi. Sergeant oder so. Er war freundlich, aber keine Hilfe. Wollte ich fast schon als neuen Slogan vorschlagen. New Atlantis Security. Freundlich, aber keine Hilfe. Das wäre doch was. Ich bin genervt, nicht besorgt. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt sein sollte? Nein, natürlich nicht. Alles wird gut. Ich vertraue dir. Ich meine, es sind halt Zutaten, selbst wenn ich es nicht schaffe. Da bist du hier richtig. Ich will dir einen ausgeben. Da bin ich doch. Naja. Was hast du denn so? Candra, Chardonnay, Pinot Noir. Klar, sicher nicht. Ich hab da Müll. Hier, ich geb dir ein Sandwich. Hm.
Hab heute noch nichts Neues gehört. Apropos Neues. Einige sind davon überzeugt, dass David Barron, du weißt schon, der SNN-Moderator, eine Art Freestar-Sympathisant ist. Wenn du mich fragst, ist das absurd. Klar, es gab ein paar Berichte über Aquila City, die nicht total kritisch waren, aber hey, warst du mal da? So schlimm ist das auch nicht. Wie auch immer. Über sowas unterhalten sich die Leute, wenn sie auf den Flug warten. Du freust dich, gefragt zu haben, oder? Das sehe ich. Klar. Bis bald mal. Du komm mal runter, ey. Ich versuche hier nur jemandem zu helfen. Heul erst rum, wenn ich's getan habe. Wenn du jemanden brauchst, ich suche gerade Arbeit. Glaub mir, du machst ein Schnäppchen. Warum das denn? Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot warten musst. Ich bin nicht verzweifelt, aber das ist ein gutes Argument. Du drückst den Preis ziemlich, aber geht klar. Was soll ich tun? Verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und entsende sie zu deinem Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder deinen Außenposten verstärken. Bestätigen. Ist der jetzt? Ist er jetzt oder nicht? Bin schon unterwegs. Na dann. Schön, dich zu sehen. Hi. Hi, wie geht's dir? Aber sicher, es kommen viele Reisende nach New Atlantis, also besteht an Bekanntschaften kein Mangel. Es macht Spaß, mit neuen Leuten über ihre Erlebnisse zu plaudern. Und es ist kein besonders riskanter Beruf, nicht wie der meines Bruders. Er ist ein Marine und zu allem Überfluss auch noch in Cydonia stationiert. Er sagt immer, er sei sicher und dass er seinen Job liebt. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich höre aus Cydonia immer nur, dass es schon wieder einen Unfall gab. Ich kann nur hoffen, dass ihm nichts passiert. Ich hoffe, du hast recht. Aber es ist schwer, mich davon zu überzeugen. Aber, ach, tut mir leid. Ich wollte das nicht alles auf dir abladen. Aber es tut gut, mir das von der Seele zu reden. Gegenüber von der Masthaltestelle im Botschaftsdistrikt steht ein riesiger Baum. Das klingt vielleicht doof, aber ich finde wirklich, dass man den sehen muss, wenn man in der Stadt ist. Der ist echt cool. Jedenfalls, wenn man Bäume mag. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Jemand braucht Hilfe, aber ich habe eine Tante dabei, der das nicht so gefallen wird. Was machen wir denn da? Machen wir erstmal das hier. Erstmal das, womit sie bestimmt nicht so viel Stress hat. Können wir schnell speichern? Wasserfallpromenade, das klingt aber auch schön. Oh, es liegt mir auf der Zunge. Guck mich nicht an. Ich habe keinen Schimmer. Tür verriegelt. Bisschen im Müll wühlen. Ich versuche weniger Terra Brew zu trinken, aber ich glaube, ich bin süchtig. Ich kann nicht ohne. Manchmal ist das eben einfach so. Hey! Zieh Leine. Na gut. Das ist einfach mangelnde Empathie.
für sich. Sergeant Yumi hat nach dir gesucht. Gibt wohl Arbeit für dich. Ach echt? Jetzt schon? Naja, ich bin aber gerade unterwegs, hier aufzuräumen. Ich bin so ein Müllsammler, ne? Das gibt's nicht. Das scheint mir kein Problem. Ich fliege nur mit Tayo-Schiffen. Ich habe. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich nicht tun. Du weißt, mich was angucken gefällt. Vielleicht ist wäre eine Möglichkeit. Ich habe ja andere Marken ausprobiert. Ich brauche Hilfe da. Die sind nur für mich. Lustige Geschichte. Als die Leute damals auf Jemison ankamen, zerlegten sie das Kolonieschiff und benutzten die Teile, um eine Siedlung zu bauen. Mit der Zeit wurde sie immer größer und höher. Und irgendwann vergaßen sie dann einfach alles, was noch hier unten war. Auch die Menschen. Okay. Die Wände und die Decke haben sich verändert. Aber hier wird immer noch Equipment aus dem alten Schiff benutzt. Nicht alle in New Atlantis können sich Reliant Medical leisten. Hab kaum eine andere Wahl. Kann mir kein Personal leisten und den Freiwilligen aus der Community kann ich auch nur begrenzt was abverlangen. Wir halten uns schon länger über Wasser und werden das auch weiterhin tun. Keine Sorge. Na gut. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Mhm. Ich sollte nicht alles mitnehmen. Wenn ich mir hier jedes Mal die Arbeit mache, jede Kleinigkeit mitzunehmen, da komme ich ja nie voran. Warum war die Musik gerade ganz kurz so komisch? Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun, aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Ich kann helfen. Hey! Oh, du bist gar nicht Karl. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein, also versuche ich einfach unauffällig zu sein. Was genau untersuchst du? Wir versuchen einen Spannungsabfall zu isolieren, der vermutlich daran liegt, dass viel Strom durch verschiedene Untersysteme umgeleitet wird. Aber dafür muss man eigentlich zu zweit sein. Einer muss die Verteilerkästen für diese Untersysteme finden und ausschalten. Der andere muss das System aus der Ferne überwachen. Es ist eigentlich ganz simpel und ein tödlicher Stromschlag ist relativ unwahrscheinlich. Relativ unwahrscheinlich. Wer ist Karl? Ein Kollege von mir, der mir helfen soll. Aber er nimmt die Sache wohl nicht ernst. Kein Wunder eigentlich. Die meisten Leute ignorieren einfach, was hier unten los ist. Ich kann dir helfen. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Es ist doch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. Klar, ich weiß das.